Hallo, mein Name ist Klaas-Peter Müller. Ich bin Steuerberater in Hamburg. Mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute aus dem Textmobil mal zum Thema Vorsteuerabzug bei Immobilien, die gemischt genutzt werden. Das heißt, bei Immobilien, die zum einen steuerpflichtige Erlöse, Mieteinnahmen einbringen und auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch steuerfreie. Und hier tut sich das Problem in der Praxis oft auf, dass die Vorsteuern, die ganz allgemein für die komplette Immobilie, für das Gebäude angefallen sind, dass die ja aufgeteilt werden müssen, weil ich den Vorsteuerabzug ja nur habe, wenn ich steuerpflichtige Umsätze erziele. Das ist ja die Basis oder die Grundlage dafür, dass Vorsteuerabzugberechtigung besteht, wenn ich steuerpflichtige Umsätze in dem Falle. Es gibt natürlich Ausnahmen, bei Export habe ich auch keine Umsatzsteuer. Aber in dem Fall Immobilien, gemischt genutzt, steuerfrei, meinetwegen an eine Arztpraxis und steuerpflichtig an anderes Gewerbe. Dann stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis teile ich die Vorsteuern auf? Das größte Problem oder der erste Gedanke, der hier geklärt werden muss, ist bei der Herstellung des Gebäudes. Da fällt im Grunde genommen ja die meiste Vorsteuer an. Und da gibt es jetzt wieder eine interessante Rechtsprechung, die das nochmal klargestellt hat. Eigentlich war es öfter schon mal in der Rechtsprechung so, war die Rechtsprechung so positioniert, aber jetzt ist es nochmal klargestellt worden durch ein jüngeres Urteil, dass die Vorsteuer im ersten Schritt nach der Fläche aufzuteilen ist. Das heißt, wie groß ist die Fläche, die ich steuerfrei vermiete und wie groß ist die Fläche, die ich steuerpflichtig vermiete. Und anhand dieses Verhältnisses, ganz normaler Dreisatz, ist dann eben auch die Vorsteuer aufzuteilen. Es sei denn, und so kam es hier nochmal durch den BFH zur Sprache, es sei denn, dass dieses Aufteilungsverhältnis zu einem falschen Urteil, zu einer falschen Aufteilung führt. Was natürlich sein kann, wenn ich eine Immobilie errichte, die vielleicht im unteren Bereich gewerblich vermietet werden soll, wo dann offensichtlich Vorsteuerabzug besteht. Und auf der anderen Seite sind Privatwohnungen mit zu errichten, dass hier eventuell die Bauteile, die Materialien, die ich verwende, vielleicht hochwertigere sind, als die vielleicht im gewerblichen Bereich, wenn es vielleicht auch um Garagen geht oder wie auch immer. Dass man also sagen kann, dass die Flächenverteilung nicht richtig die Kosten darstellt, die entstanden sind für diese Fläche, sondern dass man diese hochwertigen Produkte und damit natürlich teuren Produkte und mehr Vorsteuer, mehr Umsatzsteueranteil da drin, dass man das berücksichtigen muss, wenn die Fläche sozusagen zu einem falschen Ergebnis führt. Und so ist letztendlich dann der Gedanke, den man daraus ziehen muss. Im ersten Schritt nach der Fläche, es sei denn, ich kann beweisen, dass diese Flächenaufteilung nicht das richtige Ergebnis bringt. Dann ist es möglich, hier auch die Umsätze als Verhältnis, als Maßstab zu nehmen, wie dann die Vorsteuer aufzuteilen ist. Ne? Das ist nochmal ein klarstellendes Urteil, dass das in dieser Reihenfolge so passieren muss. Heißt aber auch, dass der Steuerpflichtige die Beweislast hat, dass die Flächenaufteilung nicht das richtige Ergebnis bringt. Ne? So. Also in dem Urteil ging es darum, dass die Vorsteueraufteilung nach Maßgabe der Umsätze stattfinden kann, wenn die Flächenaufteilung zu keinem richtigen Ergebnis führt. So ist die Aussage vom Gericht gewesen. Andersrum formuliert, aber letztendlich die Aussage im ersten Schritt nach Fläche und im zweiten nach Umsatz oder nach einem anderen Maßstab, wie auch immer der dann gefunden wird für die spezielle Immobilie, aber im ersten Schritt erstmal Fläche. Das wollte ich hier nochmal kundtun, Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Immobilien. Wem der Kanal gefällt, Abo dalassen, teilen das Video mit Leuten, die diese Thematik zu interessieren hat, und ansonsten sehen wir uns auch auf den anderen Kanälen wie Twitter, Facebook und Instagram. Wer dazu Fragen hat, Kommentare dalassen. Ansonsten Termin vereinbaren. Wir beraten da gern und viel zu dieser Vermietungsthematik. Und dann sehen wir uns auch bei den anderen Videos auf diesem Kanal. Bis dahin, tschüss.